So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder die spirituelle Anarchistin, die Schildmaid, Julia, die Kriegerpriesterin. Ja, heute ist es soweit. Heute möchte ich die Geschichte des Drachenlords erzählen, und zwar im Mittelalter. Ja, ich habe ja gesagt, ich möchte diese Geschichte des Hasses und der Heide bei mir in mein Buch einbauen, in das Buch Astragon, allerdings im zweiten Teil, also nicht in den Teil, der jetzt schon auf dem Markt ist, sondern in dem zweiten Teil, das wird dann heißt Astragon, das neue Imperium. Und das, der Gedanke war einfach dahinter, dass ich mir überlegt habe, könnte man die Geschichte des Drachenlords auch ins Mittelalter versetzen? Oder was wäre jetzt so ein Typ wie der Drachenlord? Gäbe es, könnte man sich da so eine Geschichte ausdenken, eines verhassten Menschen im Mittelalter, ja? Also meine Geschichte ist ja eine Fantasy-Geschichte, aber es ist eine mittelalterliche Fantasy-Geschichte, also sehr, sehr mittelalterlastig. Ja, habe ich mir gedacht, das mache ich, das ist ja gar kein Problem, ja. Und ich habe dann jetzt schon was zusammengezaubert, das ist jetzt halt noch nicht fertig, aber das ist mal grob so eine Story, also ja, wo es eigentlich um eine Person geht, die ja zwei Leben führt sozusagen, ja, und wie das dann genau zusammenhängt, möchte ich euch dann noch erzählen. Und ich möchte noch mal auch noch dazu sagen, also ich bin noch mal an alle Hater, also ich bin nicht irgendwie Drachi, also ich bin nicht pro Drachenlord, sondern die Geschichte soll wirklich einfach neutral das ganze Thema des Hasses gegen den Drachenlord einfach behandeln. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, dann ist schon mal soweit alles gesagt. Ich mache nur die Musik ein bisschen leiser. Und mache noch ein bisschen anders. So, also. Kommen wir zum Kapitel der Drachenlord. So, ich stelle es jetzt nur mal kurz ein, weil ich lese es jetzt gerade vom Computer aus los vor. Ich muss bloß schnell die Größe einstellen, Entschuldigung. So. Kleinen Moment. So, der Drachenlord. Der Drachenjunge Christian wurde von Zauberer Galinus schon seit einiger Zeit aufgenommen und betreut. Nachdem beide schon einige Abenteuer erlebt hatten, wollte Galinus Christian nun als neuen Schüler in die Geheimnisse der Magie einweisen. Doch sein drittes Auge zeigte ihm noch einen anderen Weg für seinen Schützling. Es gab zwei Rollen für das Leben des Schülers. Einmal den als wohlhabender Graf mit Schloss und Ländereien und den anderen Weg als großer Zauberer der Drachenmagie. Welche der beiden es zu beschreiten galt, musste er nun selber entscheiden. Der Zauberer schilderte ihm die Situation. »Nun ist die Zeit für dich gekommen, mein junger Freund. Dies wird nun einer der wichtigsten Entscheidungen deines Lebens. Du wirst nun dein künftiges Schicksal bestimmen.« Galino sprach einen Zauberspruch und plötzlich bildeten sich vor Chrisis Augen ein helles Lichtportal, in dem zwei farbige und offenstehende Türen zu sehen waren. Zwei magische Türen, die eine blau, die andere rot. »Du siehst nun zwei Türen«, fuhr der Meister fort. »Diese Türen sind die Türen des Schicksals, deines Schicksals. Sie bestimmen jeweils deinen künftigen Lebensweg. Gehst du durch die blaue Tür, wird die Zukunft für dich als Drachenzauberer Christian bestimmt sein. Du wirst beliebt und anerkannt sein, doch dein finanzielles Auskommen wird das eines durchschnittlichen Zauberers sein. Nicht reich, aber genügt. Gehst du durch die rote Tür, wirst du ein Leben als reicher Graf haben. Dein Name wird sich ändern. Du wirst Graf Drache von Schauerberg genannt werden. Man wird dich auch Drachengraf nennen. Oder auch einfach nur Drache. Du wirst ein Schloss haben und große Ländereien. Du wirst reich sein und dich allen möglichen Vergnügungen hingeben. Doch viele werden dich verachten. Wenn ich mich für ein Leben als Graf entscheide, habe ich dann viele Frauen? Fragte Christian. Ein paar wirst du haben, bekam er zur Antwort, doch keine wird dich heiraten. Immer genug Geld für neue Kleider und alles Mögliche? Fragte Christian weiter.
Ja, antwortete darauf der Zauberer mit einem enttäuschten Unterton. Der Drachenjunge jubelte nun begeistert. Davon habe ich schon immer geträumt. Sei mir nicht böse, Galinus, aber ich glaube, ich wähle die rote Tür. Ich will einmal so richtig in Saus und Braus leben. Ich werde Graf. Der Alte schien nicht sehr erfreut zu sein über die Entscheidung. Seine Miene wirkte etwas betrübt. Nun, es ist deine Entscheidung, aber bedenke, unsere Wege trennen sich und viele werden dich... Doch kaum hatte er zu Ende gesprochen, da war Christian schon durch die rote Tür verschwunden. Der Meister hatte nun seinen Schüler verloren und musste wieder allein seines Weges ziehen. Für Christian hingegen schien alles wie immer zu sein. Er hatte noch seine Zauberlehrlingsrobe an und auch der Ort, an dem er sich befand, schien nur der gleiche Ort zu sein, an dem er noch mit Galinus zusammen war. Doch dieser war nun verschwunden. Wie kann ich jetzt nun mein neues Leben als Graf antreten? Fragte er sich. Und so entschloss sich Christian, einfach entlang des Weges zu gehen, auf dem er sich befand, um zur nächsten Ortschaft zu gelangen. Da plötzlich kam ihm ein Mann auf einem Pferd entgegengeritten, der ihn zu kennen schien. Seine Kleidung ließ ihn als Diener eines Schlosses erkennen. Dieser Mann schien etwas aufgeregt zu sein. Kurz vor Christian stoppte er sein Pferd, stieg ab und verbeugte sich vor ihm. Dann begann er zu sprechen. »Aber junger Herr, was macht ihr denn hier und in dieser Gewandung? Ihr müsst doch heute das Lehen eures verstorbenen Vaters antreten.« Jetzt war dem einstigen Zauberlehrling alles klar. Sein neues Leben hatte begonnen und er musste versuchen, die Rolle als Graf so gut wie möglich zu spielen. Da kam ihm eine Idee. Er ließ sich alle Details seines neuen Lebens von seinem Diener erklären, indem er ihm einen Gedächtnisverlust vortäuschte. »Nun, ich bin etwas verwirrt. Ich bin von meinem Pferd gestürzt und habe wohl einen leichten Gedächtnisverlust erlitten. Ihr müsst mir eventuell Einzelheiten meines Lebens erklären. Wer genau bin ich und wo komme ich her?« »Selbstverständlich, Herr. Ich werde euch helfen, euer Gedächtnis wiederzuerlangen. Braucht ihr nicht Hilfe wegen des Schlags auf euren Kopf?« »Nein, nein, nicht nötig«, antwortete Christian. »Ich habe meinen Kopf schon mit kühlem Wasser behandelt, als ich an einem Bach vorbeikam. Ich möchte jetzt einfach meine Grafschaft in Besitz nehmen und dann schlafen.« Und jetzt wird's interessant. Aufpassen. »Natürlich, wie ihr wollt, Herr. Ich denke, wir reiten zuerst nach Emskirmes, zu eurem Schloss.« Und so geschah es. Beide ritten nach Emskirmes. Dort angekommen waren überall die Wappen seiner Familie zu sehen. Ein großer weißer Drachen auf schwarzem Hintergrund. Bei einigen Wappen innerhalb des Schlosses waren auch rote Drachen zu sehen. Dann begann der Diener Christian die Einzelheiten seines adligen Lebens zu erzählen. »Ihr seid, nachdem ihr heute das Erbe antreten werdet, Burggraf Drache von Schauerberg. Ihr gehört zu einem alteingesessenen Adelsgeschlecht. Ihr könnt es noch weit bringen. Ihr könnt ohne Probleme zum Fürst, Landgraf oder vielleicht sogar zum Herzog oder Kurfürst aufsteigen. Allerdings braucht ihr Fürsprecher. Ihr solltet die Adligen in eurer Umgebung zu Gelagen einladen und euch gut mit ihnen stellen.« Doch der nunmehr Graf Drache war schon etwas müde und konnte nicht mehr alle Informationen aufnehmen, die ihm von seinem Lakaien übermittelt wurde. Doch innerlich war er von großer Freude, ein Traum schien ihn nun erfüllt zu haben, endlich ein Leben in Reichtum. Nachdem er nun die Besitzurkunde seines verstorbenen Vaters entgegennahm, ging er in sein neues, reich verziertes Schlafgemach und schlief ein. Am nächsten Morgen wurde er von seinem Diener geweckt, um das Frühstück einzunehmen. Für den einstigen Christian gab es nur noch eins: Wein, Weib und Gesang. Er fühlte sich wie im Paradies. Bestes Essen, mehr als ausreichend Geld und Diener, die sich immer um ihn sorgten. Was will man mehr, dachte er sich. Abends veranstaltete er berauschende Feste und lud dazu, wie von seinem Diener empfohlen, auch die Grafen, Fürsten und Barone der umliegenden Ländereien ein. Doch all die Feste, all der Wein, all die süßen Speisen und üppig fetten Mahlzeiten ließen den Drachengraf mit der Zeit immer fülliger werden in seiner Statur. Auch vernachlässigte er sein tägliches Kampftraining mit den Waffen. Der Drache von Schauerberg wurde immer dicker. Als er auf einem seiner ausschweifenden Gelage mit seinen Tanzkünsten prahlte und diese auch vorführte, machte er sich zum Gespött seiner Gäste. Wegen seiner Körperfülle bewegte er sich bei den Tanzschritten behäbig und durch den Wein kam er des Öfteren zu Fall. Und so begannen die anwesenden Edlen über ihn zu lästern. Zudem wurden die plumpen Annäherungsversuche des Grafen bei den Damen hinter seinem Rücken verhöhnt.
Auch prahlte er von seinen Abenteuern mit Galinus und übertrieb dabei maßlos. In den Details seiner Geschichten widersprach er sich und schon bald war er als Lügengraf bekannt. Unter den Gästen war auch der intrigante Baron Dorian von Halmerstadt, auch Freiherr Dorian der Überhebliche genannt. Dieser hatte langes, wunderschönes braunes Haar, das mittig gescheitelt war. Er war gut aussehend, arrogant und zudem ein Mann, der sehr auf seinen Körper achtete und fast täglich den Gebrauch der Waffen übte. Sein Körper war schlank und muskulös, daher hatte der Baron auch kein Verständnis für dekadente Lebensführungen von Adligen wie dem Grafen von Schauerberg. Nach einiger Zeit schrieben die edlen Briefen an den Drachen und kritisierten sein Verhalten scharf. Im Gegenzug schrieb dieser wütende Antwortbriefe, indem er die Absender wüst beschimpfte und beleidigte. Auch forderte er sie auf, zu ihm zu kommen und ihre Differenzen mit ihm vor Ort zu klären. In gefährlicher Weise begann er sogar mit den mächtigen Herzogen Blali und Gronka zu streiten. Gerade im Trunk rastete der Drachengraf bei der geringsten Kränkung aus und redete sich am Ende völlig um Kopf und Kragen. Und so eskalierte der Streit immer mehr. Immer wieder kamen neue Gerüchte auf über die angeblichen Schandtaten des Grafen von Schauerberg. Es wurde sogar Musik komponiert, um sie über ihn lustig zu machen. Unter anderem stellte sich der Freiherr Dorian mit seiner Laute auf dem Marktplatz von Enskirmes und spielte Spottlieder gegen den Drachen. Auch nötigte eine Frau namens Admermund dazu, ihn mit einem Heiratsantrag hereinzulegen. Und so kam es, dass das Opfer von Dorians Intrige seine Vermählung mit der liebreizenden Dame kundtat. Die Hochzeit sollte öffentlich stattfinden. Alle Tore des Schlosses standen weit offen und ein jeder durfte eintreten. Doch unter den Gästen waren nicht nur Freunde. Ein Priester des alten Gott Odin sollte die Trauung vor einem aufgebauten Altar im Schlossgarten vollziehen. Und so kam es zu einer üblen Überraschung. Erdbeermond kam mit einem weißen Hochzeitskleid gewandet auf den Altar zugelaufen, bei dem Graf Drache schon voller Freude auf sie wartete. Kurz vor dem Altar angekommen jedoch, schnappte sie sich ein Trinkglas von einem der Gäste, die in den teuflischen Plan involviert waren, schüttete den Inhalt in sein Gesicht und sprach: Ihr seid wirklich der fetteste und dümmste Narr, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ihr werdet niemals mein Gemahl. Daraufhin begannen einige der Gäste an zu lachen. Der Nassgespritzte hingegen stand geschockt da, brachte kein Wort heraus und rang immer mehr mit den Tränen. Dann trat plötzlich Baron Dorian der Überhebliche aus den Reihen der Gäste hervor, blies in eine Trompete, lachte und sprach: Töt! Seid gegrüßt, edle Gäste! Ich bin Freiherr Dorian von Halmerstadt. Manche nennen mich auch zu Unrecht den Überheblichen. Man kennt mich als Barton, der Lügengraflieder auf dem Marktplatz von Enskirmes. Meine Güte, Graf Drache! So leicht also kann man euer fettes Herz gewinnen. Bringt mir mein Pferd! Ein paar der Freunde des Barons, die sich unter den Gästen gemischt hatten, brachten ihm eiligst sein Pferd, einen glänzenden schwarzen Hengst, vorbei. Und sodann bahnten sie einen Weg für die Flucht. Der Intrigant schwang sich darauf, ritt mit einem lauten Gelächter von dannen. Der Graf indes brach nun in Tränen aus. Ihr habt mich reingelegt und betrogen, nun denn. Aber ihr werdet mich niemals bezwingen. Dann verstockte das Lachen. Nicht alle Gäste waren Freunde des Barons. Und so waren auch einige von ihnen empört über diesen teuflischen Streich. Und so zogen die Jahre ins Land. Graf Drache von Schauerberg war nur lacht und verhasst zugleich. Die Anzahl seiner Hasser wurde immer größer und das, obwohl die Steuern in seiner Grafschaft dem üblichen Steuersatz von Grafschaften in Astragon entsprach. Er war nunmehr der am meist verhassteste Mann in Astragon. Lediglich ein streitbarer Mann namens Mirus Baraka, der weit im Norden seine Ländereien hatte und schon einige Mordanschläge überlebte, schien ein noch verhassterer zu sein. Immer wieder wurden die Scheiben des Schlosses in Enskirmes eingeschlagen und die Mauern mit faulen Eiern und Tomaten beworfen. Nur einige ortsansässige Priester des Sonnengottes Sol verurteilten den Hass. Doch immer mehr Leute pilgerten zum Drachen, um ihn zu beschimpfen und zu beleidigen. Dieser wiederum beleidigte die Provokateure zurück und drohte ihnen Prügel an. Auch warf er seinen Gegnern Knüppel und Steine nach, was die Sache jedoch nur noch schlimmer machte.
Eines Tages, als der Graf fahrend mit seiner Kutsche von seinen Einkäufen in Emskirmes heim in Richtung Schloss fuhr, wurde er plötzlich überfallen. Maskierte Unbekannte sprangen aus den finsteren Gassen, hielten die Kutsche an, zerrten den Insassen heraus und schlugen mit Fäusten und Knüppel auf ihn ein. Beim Eintreffen der Stadtwachen, die den Hilfeschreien des Opfers gefolgt waren, verschwanden die Täter wieder in den Gassen der Stadt. »Milord, braucht ihr einen Arzt?« fragten die Stadtwächter besorgt. »Bringt mir Beutel mit Eis«, antwortete dieser mit erschöpfter Stimme. »Ein Zahn wurde mir ausgeschlagen.« Als sie ihn in seine Gemächer brachten, musste sich der Verprügelte erstmal auf ein Sofa legen. Mehrere kühle Beutel sorgten für die Linderung der Schmerzen. »Was kann ich nur tun?«, fragte er sich. »Alle verhaften? Doch mit welcher Begründung? Weil sie mich hassen? Ich müsste die Bevölkerung, alle meine und alle umliegenden Grafschaften verhaften lassen. Doch ich weiß, dass Dorian und seine adligen Freunde hinter allem stecken. Aber ich habe keine Beweise. Sie benutzen den Mob auf der Straße für ihre Zwecke. Ach, was soll ich nur tun?« Eines Tages ritt Dorian der Überhebliche zum Anwesen des Grafen. Dieser stand schon auf dem Balkon seines Palastes. Dabei streitete er und beschimpfte sich mit der aufgewiegelten Menge, die sich hinter dem Zaun seines Verschlosses versammelt hatte. Doch als der Baron ankam, wurde es sofort ruhig um das Anwesen. Alle erkannten ihn, auch der Schlossbesitzer. Seine schönen braunen Haare flatterten im Wind. Seine edle schwarze Robe, die er an diesem Tag trug, bildete mit seinem ebenfalls schwarzen Hengst eine Einheit. Geradezu provozierend brachte er sich vor der wütenden Menge mit seinem Pferd in Stellung und grinste dabei hämisch. Allerdings senkte er seinen Blick etwas nach unten, wie jemand, der ein schlechtes Gewissen hatte. »Was hat er vor?«, fragten sie alle. »Wollte er den Drachen beleidigen oder ihn verhöhnen oder sich rechtfertigen für seine Taten gegen ihn?« Doch er schwieg. Und so ergriff der Graf das Wort und sprach mit lauter Stimme. »Dorian von Halmerstadt, einen größeren Schurken als euch, gibt es wohl kaum in ganz Astrakon. Elender, überheblicher Hundsfort, das hier ist doch alles euer Werk!« Dabei deutete er auf die umstehende Menge. »Ihr habt die Leute gegen mich aufgehetzt und Lügen über mich verbreitet. Das ist Verleumdung und Landfriedensbruch. Ich sollte euch anklagen. Und ihr habt mich mit Admemund reingelegt, die mich zum Gespött aller vor unserer Trauung hat sitzen gelassen. Und das ist Betrug. Wollt ihr mich ruinieren?« Darauf erhob der Baron sein Haupt und ergriff mit einem schallenden Lachen das Wort. »Hahaha! Ihr seid ein Narr, Graf Drache. Einen so seltenen Narren wie euch gibt es wohl kaum einen zweiten in Astragon. Ihr hättet eure Zunge besser hüten sollen, aber ihr musstet euch ja alles und jeden zum Feind machen. Der Lügengraf, und das weiß an jeder, das seid doch ihr. Und Admemund hat eigenmächtig gehandelt. Ist es so schwer für euch zu akzeptieren, dass keine Frau euch begehrt? Und eure Anklage könnt ihr ruhig machen. Oh, ich fürchte mich ja so sehr von dem Kerker. Ihr habt keine Beweise gegen mich.« »Was wollt ihr, Dorian von Halmerstadt?«, fragte daraufhin der Drachengraf mit aufgeregter Stimme. »Ich will, dass ihr verschwindet. Ich will, dass ihr eure Ländereien aufgibt und euch in Luft auflöst. Ihr seid eine Schande für den Adel.« Daraufhin schlug der Graf mit beiden Händen wütend auf das Geländer seines Balkones und rief: »Ich fordere euch zum Duell, auf Leben und Tod.« »Ha! Das Duell würde ich sofort annehmen, wenn es mir Ehre brächte. Aber ich ziehe mein Schwert gegen Löwen und nicht gegen Mastschweine.« Auf diesen Satz hin lachten alle, die sich vor dem Schloss versammelt hatten. »Ich verfluche euch, Baron«, rief der Graf nun mit voller Wut, »und euer verdammtes Haus und auch die ganzen anderen Hasser, die mich hier angreifen. Möget ihr das gleich erleiden, was ich hier schon seit Jahren erleide mit eurem Hass. Ihr kleinen, miesen Bastarde, habt keine Ahnung, mit wem ihr euch anlegt. Ihr seid ein Mob, ein dreckige, erbärmliche Brut.« Doch Dorian wendete darauf sein Pferd und ritt wieder von dannen. Die gegenseitigen Beschimpfungen und Beleidigungen am Zaun des Schlosses jedoch gingen noch den ganzen Abend weiter. Aber eines Tages eskalierte die Lage in Emskirmes. Ein wütender Mob mit Fackeln, Missgabeln, Knüppeln und Steinen bewaffnet versammelte sich. Sie kamen aus dem ganzen Land und allen umliegenden Grafschaften. Der Aufstand war schon länger geplant und allgemein bekannt.
Die Stadtverwaltung von Ems-Kirmes verhängte daraufhin in Absprache mit Graf Drache ein Versammlungsverbot und ließ die Stadtwache in großer Zahl aufmarschieren. Es wurden sogar Stadtwachen aus anderen Ortschaften abgezogen und nach Ems-Kirmes beordert. Die Stadt glich nun einer Festung. Holzbarrieren wurden aufgebaut und alle Zugänge gesperrt. In 5 Reihen stellten sich die Stadtwachen bewaffnet mit Schilden und Schlagknüppeln auf. Dahinter berittene Wachen. Und auch der Drachengraf verstärkte seine Schlosswachen und ließ Fenster und Türen verriegeln. Trotzdem versammelte sich der Mob außerhalb der Stadt und versuchte zum Schloss des Grafen vorzurücken. Mit dem Ruf, das Drachenschloss muss brennen, stürmten sie auf die Straßensperren zu. Und so kam es zu Ausschreitungen und Verhaftungen. Rauchbomben wurden von den Randalierern gezündet und auch ein naheliegender Wald stand bald in Flammen. Ganz Ems-Kirmes hüllte sich in einen dicken schwarzen Qualm. Doch der Mob wurde aufgehalten und viele der Beteiligten des sogenannten Drachenfestes drohte nun eine Anklage wegen Landfriedensbruch. Wann sollte dieser Wahnsinn endlich enden, fragten sich viele, die mit den Hassern nichts gemein hatten. Und so war der einstige Christian verzweifelt über seine Situation. Ach, hätte ich doch nur die blaue Türe gewählt, dachte er sich. Doch woher sollte er wissen, dass sich durch eine falsche Entscheidung Dinge ereignen, die ihm unter anderem fast den Brandtod brachte? Verzweifelt schickte er Boten nach Galinus. Doch konnte er seine Entscheidung rückgängig machen? Einige Tage vergingen. Immer mehr wuchs im Grafen die Entscheidung, wieder Christian zu werden, den Drachenjunge und Zauberschüler. Okay, ja. Wie wird die Geschichte enden? Belassen wir es mal soweit. Oh, es ist schon ziemlich dunkel geworden, sehe ich gerade. Ja. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen, also gebt mir bitte ein Feedback, ja. Und ja, ich habe versucht, das alles so ausgewogen zu machen, also das, also nicht als Pro-Hater oder Pro-Drachenlord, sondern einfach die Geschichte so ziemlich ausgewogen erzählt, ja. Okay, wie gesagt, das kommt dann in meinem zweiten Teil. Ich tue dann nochmal die Details noch ein bisschen ausarbeiten und so und mal gucken. Ich habe vielleicht einen Dorian, den Übermenschen, vielleicht da ein bisschen, also, nee, gut, es ist ja nicht der Dorian, ich habe das auch ein bisschen abgewendet, aber vielleicht habe ich ihn da ein bisschen zu böse dargestellt, das kann schon sein, vielleicht ändert das noch ein bisschen, ja. Aber gut, ich habe ja auch den Namen ein bisschen abgewandelt, habt ihr ja gesehen und so, also, ja, aber vielleicht lasse ich es auch so, mal gucken. Okay, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und teilt das Video, abonniert meinen Kanal, unterstützt meinen Kanal bitte, unterstützt meine Schriftstellerei, dass ich meine Bücher auch verbreiten kann, dass ich auch vom Wegkommen von Hartz IV. Könnt da jederzeit unten spenden. PayPal Link ist in der Beschreibung. Und dann wünsche ich euch einfach nochmal gute Woche. Macht es gut und bis bald.